Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt eine junge Frau, auf die ich mich auch sehr freue, die sehr häufig dabei ist, wenn es bei uns um sportliche Großveranstaltungen geht. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Baustelle Buddy. Ja? Damit, es geht nicht zwingend um sie selber, denn bei ihr gibt es eigentlich nichts mehr schöner zu machen. Aber sie gibt da Tipps, wie man vielleicht noch schöner werden kann. An wen das gerichtet ist und ob auch ich damit gemeint bin, wird sie uns jetzt erzählen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Sonja Kraus. Herzlich willkommen. Du sprichst ja halt vor Scham. Was ist denn mit dir los? Was? Machst du immer? Ja, ja, super. Also, herzlich willkommen. Du bist ja wieder totschick. Ist ja Wahnsinn, wie du hier immer ankommst. Für dich von der Jeans in die heiße Fummelkutte. Ja. Ja. Fummelkutte? Nennt sich das so? Also, ja, es ist ein Fummelchen. Also, ja, passt in eine kleine Tüte. Worum geht's? Ne, ich überlege gerade, ob das ist, was sind das, Schminktipps oder was ist das? Oder ist das ja, so alles Mögliche. Ist das, also ich ein Ratgeber für plastische Chirurgie oder was ist da, was heißt das Baustelle? Es gibt zwar ein Kapitel, das heißt Anbau, Umbau und da geht es zwar um plastische Chirurgie, denn in der heutigen Zeit wäre es ein bisschen feige gewesen, wenn ich sozusagen dieses Thema ausgeklammert hätte. Ja. Aber es sind 20 Jahre im Model-Business und beziehungsweise Model-Business und Show-Business habe ich eben Beauty-Tricks gesammelt, die bei mir und Kolleginnen angewendet werden und habe sie einfach mal tacheles-mäßig aufgeschrieben. Und das hier ist vorher die Sonja, die du immer vorher kennst. Ja. Und das ist dann die Fernseh-Sonja nach 1,5 Stunden. Ach so, sieht sie aus. Jetzt hat er es kapiert. Ja, das ganze Gesicht zugehalten beim zweiten Mal. Ach so, okay. Ja, ja. Ja, aber ich war jetzt so viel beschissener, sieht das vorher auch nicht aus. Das ist wieder, also, nein, weißt du, ich meine, das ist wirklich auch, also genauso, vorher genauso schön wie nachher bei dir. Ja. Nein, aber also, das ist so eine Aussage. Klar, ich kann auch mit der ungeschminkten Sonja leben, aber die hat sie ins Fernsehen geschafft. Meinst du? Ich finde ja Natürlichkeit viel, viel erotischer als. Das sagen sie alle. Und so dem gucken sie hinterher, Mädels? Ha? Natürlich, was? Ja, doch, ist immer so. Ah. Aber es gibt ganz viele praktische und günstige Tricks. Zum Beispiel, gib mir doch mal den Hula-Hoop-Reifen. Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Du schmierst dich auch im Sommer mit Olivenöl ein, oder was? Mit Olivenöl? Ne, ja. Dann manchmal auf die Haare. Guck mal, das ist zum Beispiel ein super Taillentrainer. Kannst du Hula-Hoop? Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Da muss man die Jacke, Jacke ausziehen. Willst du dich nackig machen? Dann mach dich nackig. Ja. Okay. Die Jacke muss man ausziehen. Soll ich jetzt Hula-Hoop machen? Ja, jetzt rasten sie mal nicht aus. Wo sind eigentlich deine T-Shirts hingekommen? Du welche T-Shirts? Früher hast du immer ein T-Shirt. Das fand ich eigentlich sehr süß. Hab ich verloren. Ah, okay. So, also du musst ja hier vorne machen. Hier genau, geht das schlecht. Ist ultra, super. Aber ist das ein ganz normaler Trick, also so Hüftgymnastik oder was? Nein, das ist einfach Spaß beim Fitness, weil ich hasse eigentlich Sport, ja. Und deswegen jetzt los, leg los. Ach so, ja. Kannst du ja natürlich Taille. Moment. Oder auch für einen Arm. Du musst es mal gemacht haben vorher. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Also das ist einfach sowas, da kann man das Kind in dir wieder entdecken. Und es ist ein Mach super du mal, kannst du das mit der Hüfte? Ja, das kann. Nicht so einfach. Nein, kannst du es besser? Ja, aber mein Röckchen, habe ich gerade gemerkt, soll ich ist etwas. So, ja, klar, halt mich fest, dann geht es besonders. Nee, das kann ich nicht machen, sonst geht das Röckchen hoch. Aber das ist auf jeden Fall ein super Trainingsgerät für die Taille, ja, was nicht viel kostet und Spaß bringt. Und wenn du jetzt total verschwitzt bist, ja, habe ich jetzt die Slip-Einlage für den Mann. Das ist ouch, muss mich ja nicht gleich schlagen, weil ich hier mit Hygieneprodukten komme. Was heißt denn Slip-Einlage für den Mann? Pass auf, also wenn man so ein bisschen schwitzig ist, zeig mal, hast du Schweiß unter der Achsel? Nein. Doch, Schweißfleck, siehst Wo du? Denn? Und dann machst du Folgendes. Ich habe keinen Schweißflecken unter den Achseln hier. Können sich, Nee, aber du bist wahrscheinlich ein Rechtsschwitzer. Auf der anderen Seite ist was. Pass auf, ich darf mal. So. Und dann machst du das jetzt, das machst du mal selbst. Was machen wir? Unter die Arme oder was? Genau, aber natürlich mit der Klebefläche ins Hemd, nicht anders. Sonst hast du gleich enthaart, ja? Und dann hat man einen wunderbaren Schwitzschutz. Ach so, was machst du? Für Männer ist das ideal. Ich habe hier jetzt nichts unter der Achsel. Ich schwitze. Ich dachte, ich soll mir das auf den Hintern kleben oder so. Damit nichts rauskommt. Also ich weiß nicht, ob du das wirklich brauchst. Hier noch,
Wir haben doch hier noch mehrere Tipps. Genau, ich habe jetzt so ein paar Sachen mitgebracht. Also zum Beispiel das hier. Das sind praktische Tipps im Prinzip. Ja, ja, die nicht viel kosten. Und ich bin nämlich auch der Meinung, dass gute Kosmetik... Achtung jetzt! Ja. Aber es hängt nichts dran. Gute Kosmetik muss nicht teuer sein, oder richtig, was? Richtig. Und zum Beispiel, ich habe jetzt auch nicht mehr die jüngsten Haxen. Aber bevor ich jetzt in so einen Minirock steige und hier ins Fernsehen marschiere, wende ich das fast patentierte Sonja Kraus Bein-Make-up an. Ja. Und zwar ist das meine Lieblings-Body-Lotion. Mit, machst du selber? Ja, mit Bronzepuder vermischt. Okay. So. Und dann schmierst du auf die Hacken, oder was? Ja, und deswegen können auch warum, irgendwelche... Warum, damit man die Hornhaut nicht sieht, oder was? Nein, damit man die blauen Flecken, die Besenreißer und so weiter nicht sieht. Und deswegen können eben auch... Komm mal her. Arm. Nee, ich wollte nicht damit anschmieren. Wir kommen jetzt. Ich bin allergisch gegen diese ganze... Ja, ja, sonst klebe ich dir die Ohren an. Also, so. Ich muss ja nachher wieder abmachen, das Zeug. Ja, mit den Haaren sieht das natürlich jetzt besonders schön aus. Ja. Aber siehst, selbst du bekommst eine richtige Bräune. Naja, mit den Haaren. Vielleicht sollten wir dich vorher noch rasieren. Aber... So wird das einfach makellos und man sieht nicht mehr, dass du eigentlich so ein Blassblondie bist. So. Weißt du, also mir persönlich, und, ehrlich gesagt, mir persönlich ist das wirklich scheißegal. Weil, aber weil zarte Haut hat der Stefan, Alter. Ja, selbstverständlich, Falter. Weil so. Ich nicht so viel Zeug da immer drauf schmiere. Ja, das ist weil, ich einfach, hier Whitey White Man bin und dabei bleibt es, das war ich mein Leben lang schon. Das ist halt, das, guck mal, das ist halt natürlich auch zum Vertuschen. Weißt mal, du trägst auch, ja auch keine Miniröcke, aber viele Mädels tragen Miniröcke. Da bin ich nicht sicher, wenn ich mit Klinsmann zusammen beim Ballett bin, dann trage ich Miniröcke. Aber das zum Beispiel ist sowas, ich habe ja ganz schlimme Bauarbeiterhände, ja. Weil mein Hobby ist immer noch Heimwerken. Ja, okay. Und für Fotoshootings musste ich immer die Finger ganz schnell verstecken, damit die nicht so schrecklich auf dem Bild aussehen. Und das hier ist jetzt sowas, das sind so pre-glued Nails und damit verzaubern wir selbst den Stefan, dass er hier Köln ausgetauglich ist. Ach Hoppala. Du Scheiße, wie asozial sieht das denn aus? Hammer, du Scheiße! Die Sendung ist zu Ende. Ich höre gerade, die Sendung ist zu Ende. Das ist auch gut so. Ja, jetzt kannst du ausgehen. In Köln. Also, war das widerlich. Allein schon fürs Gefühl, ja, würde ich es nicht machen. Und wenn ich die Nägel bis zur Wurzel abgefressen hätte, würde ich mir nicht so Dinger draufkleben. Das sind, aber, das sind eben so Tipps jetzt gerade für dich, die besonders hübsch an dir aussehen. Also, wenn dir das gefallen hat, dann kaufst du dich dieses Buch von Sonja Kraus. Ja, Baustelle Buddy heißt es. Also ich glaube, für Frauen ist das Richtige, für Männer... Es ist metrosexuell, aber doch eher was für uns Genau.